Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starcraft 2 und ja, wir hängen hier gerade ein bisschen fest, wenn das so sagen kann. Beziehungsweise, es dauert halt ein bisschen, ne? Wir schlagen uns langsam aber sicher durch. Glück sterben die Terrors. Vorsam. Oh nein, hier dran. Ja, sollen sie. Nicht so gut. Gehen wir schon hier rüber. Oh, ich glaube, das halt ein bisschen, ne? Ja, die sollten vielleicht doch wieder zurück. Ja, nee. Komm, hopp, darüber. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, wie gesagt. Wow, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir das so weit runter gehen müssen. Ja, das wäre ganz schön, wenn da mal jemand hingeht. Unten. Nein, weg da, weg da, weg da, weg da. Hopp. Lässt du das angreifen jetzt? So, Und dann hinten noch ein Übersiedel. Nicht angehört, aber. Hopp, weg da und angreifen. Und. Unserer Verbündeten wird angegriffen. Ihre Streitkräfte, Basis wird angegriffen.
Ah ja, richtig mal abgeben. So, wir brauchen noch ein bisschen Schlüssel sperren hier. Ja, oh, okay, so, wollte ich hier aber das hier bauen. Hier sollte ich nicht das hier bauen. Solange Brutler nicht angegriffen wird, ist das okay. Aber solange Brutler nicht gekillt wird. Keine Ahnung, was jetzt davon sein. Glück haben wir es jetzt geschafft. Das hier ist die Absturzstelle. Mit etwas Glück ist der alte Warfield noch gesund und munter. Haben wir es geschafft? Ja, haben wir. Oh, Glück gehabt. Also gut. Danke fürs Zusehen. Ja, eigentlich nicht. hätte ich die andere Folge. Hätte ich die Folge gedreht. Ich lasse es aber auch rüber. So, Ja, wir gehen erstmal. Ja. Das ist gerade noch komische Geräusche. Ach ja. Gehört, ihr Jungs braucht Hilfe. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Nicht der beste Moment, auf der faulen Haut rumzulegen, General. Sie verdammter Hundesohn. Sie sind der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Jungs, ich unterbreche nur ungern, aber unsere Freunde werden unruhig. Sie wissen doch, ich habe immer ein Ass im Ärmel. Sie sind zwar ein verdammter Pirat, Rainer, aber die Rettung meiner Jungs werde ich Ihnen nicht vergessen. Alles im Service inbegriffen, General. Ja, immerhin. Na gut. Kate Lockwell hier mit einer Live-Reportage für UNN. Die Nachricht des Abends. Die Zerg ziehen sich zu ihrem Hauptschwarmcluster auf dem Planeten Char zurück. Obwohl sie die von ihnen eroberten Welten nicht aufgeben, scheint es, als würde sich der Großteil der Aliens bei dem feurigen Planeten versammeln.
Was hat das zu bedeuten, Kate? Das wissen wir noch nicht, Donnie. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Ich weiß, was es zu bedeuten hat. Und zwar nichts Gutes. Ja, ne? So, schon Research. Da haben wir alles, genau. Mercenaries haben wir auch alles. Armory. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich hier holen soll. Etwas für ich hätte eigentlich gerne das hier gehabt, aber das geht nicht. Geld her. Wir holen und das für okay, das sind die Archives, die sind relevant. Holen wir uns das hier genau. Also eh die letzte Mission. Laden und entsichern, Jimmy Boy. Es kommen immer mehr von diesen Mistviechern. Wir haben hier die größte Schießbude der ganzen Galaxie. Ich will dir ja nicht den Spaß verderben, Tykes. Aber wir müssen zum primären Schwarmcluster vorrücken. Und zwar plötzlich. Wie willst du das denn anstellen, Kumpel? Mit den ganzen Nydos-Würmern überall am Boden und den Schwärmen von Fliegern am Himmel rücken wir hier so schnell erstmal gegen gar nichts vor. Bist wie immer eine echte Inspiration, Tykes. Das war mal wieder klar. Was macht der Arm General? Verdammtes Gift. Ich habe diesen Weicheiern von Sanitätern gesagt, dass sie meinen Arm abhacken sollen, damit ich wieder an die Front kann. Trotzdem, ich bin immer noch nicht einsatzfähig. Sie haben hier jetzt das Kommando. Verstanden. Ich weiß, das fällt Ihnen nicht leicht. Leicht? Söhnchen, ich habe es leicht im Gegensatz zu euch. Um den Hauptschwarmstock zu erreichen, müsst ihr euch entscheiden. Entweder ihr schaltet die Bodentruppenverstärkung oder die Luftunterstützung aus. Für beides bleibt nicht genug Zeit. Keine Sorge, General. Ich werde mich um die Zerg kümmern. Gehen Sie so schnell wie möglich zurück auf das Schiff und lassen Sie sich versorgen. Das ist ein Befehl. Was gibt's noch für Missionen? Dank Ihnen haben wir unsere Landezone sichern können, Commander. General Warfield meint, dass unter den gegebenen Umständen ein Angriff auf den primären Zergschwarm Selbstmord wäre. Deswegen brauchen wir ein Ablenkungsmanöver, das die Zerg-Streitkräfte beschäftigt und uns die Gelegenheit verschafft, die wir brauchen. Und das heißt jetzt was? Jedenfalls, dass ich jetzt an diesem Punkt der vierten Folge auch mal auch wenn wir jetzt nur 5 Minuten gespielt haben, 6 Minuten ungefähr. Wir hatten immerhin ein paar Minuten noch andere Sachen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.